So, und jetzt kommen wir zu YouTube am Killerparty. Ja, und ich habe gerade wirklich ein bewegendes Video auf Facebook gesehen von Anonymous. Da war eine Demo, also eine Demonstration von ihnen vor kurzem in Nottingham, also in England. Auf jeden Fall sind sie da auf oder an einem Bettler vorbeigegangen, also einen Obdachlosen. Und der hat ein Schild in der Hand gehabt, da ist drauf gestanden, er hat Hunger. Aber er hat kein Geld und er will, oder er bittet die Leute um eine kleine Spende. Ja, also die Demonstration, also die Leute von Anonymous sind auf jeden Fall stehen geblieben und haben alle gespendet. Und haben auch jeden dazu aufgerufen zu spenden. War wirklich berührend. Vor allem uns fehlen 50 Cent nicht. Auch wenn es 50 Cent nur sind, uns fehlen diese 50 Cent nicht wirklich. Oder lass es ein Euro sein. Aber wenn da jeder mal an so Leute vorbeigeht und was spendet, dann tun wir ihnen einen großen Gefallen. Das würde ich mir auch mal zu Herzen nehmen, wenn einer vorbeikommt und oder ein Bettler irgendwo ist, einfach mal 50 Cent oder 1 Euro geben. Wenn das mehrere Leute machen, dann hilft es auch. Das macht halt nur fast keine. Das war wirklich bewegend und hat sich wirklich gefreut. Und dann zum Schluss ist so ein kleines Kind gekommen mit so einem Euro, glaube ich. Ja, Euro sind in einem Pfund. Und sowas ist schon genial. So ein kleines Kind, wie er sich gefreut hat. War schon richtig Moment, richtig bewegender Moment. Naja, wollte ich nur sagen. Habe ich gerade gesehen. Aber jetzt ist ja Champions League. Viertelfinal, Hinspiel Manchester gegen Manchester. Ist auch ein bewegender Moment hier. Aber hier geht es nicht um ein paar Euro, hier geht es um Millionen. Und letztens habe ich auch in einem Bild gelesen, ein Torhüter von Stuttgart gewinnt beim Torschießen. Torwandschießen, beim Mediamarkt. Oder auch letztens irgendwelche Fußballer haben sich da ewig viel Zeug gekauft. Zig Fernseher, als sie einfach getroffen haben. Weil für Fußballprofis ist es bestimmt nicht leicht. Nicht einfach. Nicht schwer natürlich, so würde ich sagen. Und warum man da nicht einfach, der Mediamarkt sagt, die ganzen Regeln verschärft. Also für Fußballprofis nicht. Denn Fußballprofis haben es jetzt eigentlich nicht verdient, dass sie noch irgendwas geschenkt bekommen, wenn sie eben 50 Millionen im Jahr verdienen. Naja, es ist halt so eine unfaire Sache. Naja. Was ich auch schön finde, letztens war die DTM und da war es Hochwasser. Die DTM hat auch 300.000 Euro gespendet an den Hochwasser, an den Opfern in Deutschland, an den Hochwasseropfern. Finde ich richtig gut, wenn man sowas macht. Und ich, wie gesagt, wenn ihr mal an einem Bettler vorbeigeht, nimmt einfach 50 Cent in die Hand und schmeißt ihn in seinen Hut, beziehungsweise was weiß ich, in seinen Eimer, was er halt dann immer da stehen hat. Seinen kleinen Beutel. 50 Cent geht jetzt keinen wirklich ab. Kann doch keiner sagen, dass ihm jetzt 50 Cent wirklich abgehen. Pastore! So viel Geld wird doch jeder haben. Ja, es muss halt dann auch ein wirklich armer Mensch sein. Es gibt ja auch diese Bettler-Mafia. Naja, mal halt aufpassen. Sowas ist halt, deswegen schreckt es halt auch ab zu spenden. Weil eben dieses dieses Klischee, die gehören doch alle zur Bettlermafia. Das meint man immer nur, aber das stimmt nicht. Es gibt wirklich arme Leute. So, jetzt Kagawa. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Spiel. Jones! Ich setze mal den Link in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das Video anschauen. Wenn ich es nicht vergesse, sonst schaut ihr auf meinen Kanal, da wird es auch hochgeladen, denn das war wirklich emotional. Oder schaut eben auf Anonymous auf der Facebook-Seite. Das Video heißt einfach nur 17. Juni 2013, 23.50 Uhr, weil da wurde es einfach gepostet, denke ich mal. Pastore. Van Persie. Kagawa. Was ist das? Da geht er nicht mal in Richtung des Tors.
Xavi. Tevez. Und die Flanke. Torwart kommt raus. Ja, ein Gegentor braucht man wirklich nicht. Alessandro ist gut. Nani. 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 Van Persie dreht sich. Oh, da ist zu viel Zug nach links. Wobei ein Unentschieden oder ein 0-0 nicht auch nicht optimal ist, aber dann können wir wenigstens ein 1-1 oder ein 2-2, dann reicht jedes Unentschieden in Manchester City. Also, ganz in der Nähe. Müssten eh nicht weit fahren. Ist ja in der gleichen Stadt. Und Kagawa. Kein Foul, sagt der Referee. Sabeta. Das Tore. Evra Aguero. Ja, natürlich Aguero. Ferdinand. Warum ist das Spielfeld so breit, damit man es eventuell auch mal über die Flügel... Abseits! Schade. Schade, hätte was werden können. Hätte wirklich eine gute Möglichkeit werden können. Sabaleta, Ferdinand. Jones macht einen guten Eindruck bis jetzt im Mittelfeld. Der letzten Spiele. Und jetzt Nani. Gut gesehen, Nani. Evra. Evra Van Persie, das gibt's nicht, der könnte jetzt schon, es könnte schon 2-0 stehen. Naja, wir wollen ihm das Tor nicht machen. Rooney, Nani, klasse gespielt. Van Persie dreht sich wieder gekonnt. Hart. Und jetzt Kagawa. Hier kommt die Hereingabe. Nee, nee, nee. 30 Minuten gespielt, 1-0 zwischen Man United gegen Manchester City. Die Abwehr greift hier rechts. Manchester City, glaube ich, ist sogar Tabellenführer. Aber dann lüge ich dann lieber. Das weiß ich nicht. Ich könnte auch lügen. Dazwischen gegangen. Xavi spielt bei Manchester City. Okay. Gut abgefangen. Und jetzt Kagawa. Pass unterbrochen. Pass, Tore, Riesenfehler. Der Manchester Abwehr, allerdings der City Abwehr. Pass, Tore macht es. 1-0. 35. Spielminute. Aber ein Riesenfehler. Hier. Hier machen wir es noch gut. Hier Kagawa. Dann hier. Da wollten wir eigentlich zurück. Und dann dieser Pass. Der Abwehr. Direkt. Wer war es denn? Hier. Die Hereingabe. Der Versuch. Und hier. Mastasic. Mastasic. Was wollt ihr hier? Wollt ihr wirklich hier rüber spielen? Aber da muss halt auch entgegenlaufen. Wer ist es denn? Sabaleta. Sabaleta muss entgegenlaufen. Halt soll, uns ist wurscht. Fehler von City. 1-0. Tevez. Xavi. Company. Aguero. Über die Abwehr gelupft. Von PSI. Pastore, Nani. Erwischt er ihn, erwischt er ihn, erwischt er ihn. Nee. Maicon. Maicon. Weil ich gewusst, dass der Man City spielt. Aguero gegen Jones. Aguero gegen Jones. Ja, nein, Auswärtstor ist natürlich jetzt ganz, ganz, ganz bitter. Ist ganz bitter, weil dann reicht nicht mal 0-0. Damit geht's wieder von vorne los. Das ist die Strafe. Das kommt davon. Ein Auswärtstor jetzt, ist ganz bitter. Flagge
Naja, müssen wir jetzt damit leben. Versucht ihn nach innen zu spielen. Zwar eins wäre richtig schlecht, weil dann können wir nicht mal 1-0 gewinnen. Nani. Da gibt's nochmal die Möglichkeit. Van Persie. Nee. Müllner. Halbzeit. 2-1 wäre schon wesentlich besser. Es ist immer ärgerlich, wenn man nach einer Führung den Ausgleich hinnehmen muss. Nun steht es 1-2 wäre natürlich besser. In City wird es nicht einfach, in Manchester City. Oder in Manchester zu Hause. Also auswärts halt. Naja, ob es wirklich auswärts ist. Van Persie. Xavi. Jetzt können sie tatsächlich mal durchatmen. Ferdinand. Kagawa. Kagawa. Rooney. 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 Hätte sie früher fallen lassen müssen. Verteidiger erklärt auf Kosten eines Einwurfs. Pass, Tore. Wurschtelt sich durch, aber verliert dann dabei den Ball. Pass, Tore. Rooney. Da ist die Chance. Rooney. Was und er pumpt ihn einfach hinten raus. Okay. Maicon. Situation entschärft. Jones, Rooney. Und jetzt Pastore. Jetzt kann er nochmal draufhalten. Van Persie, Missverständnis. Und Ferdinand. Ball bei Xavi. Durch die Abwehr. Gut, Kagawa. Milner. Rodwell. Tevez, Tevez. Nani rückt noch. Evra. Zabaleta. Maicon. Drüber, Tevez drüber. Alles richtig gemacht, aber Abschluss hapert's noch. Er kommt in Bedrängnis zum Abschluss. Das ist eigentlich stark, aber der Ball ist nicht drin. Raphael. Nur den Mann und deshalb Freistoß. Phil Jones. Ach, schade, Fehlpass. Was war das? Weiter Befreiungsschlag. Und jetzt Phil Jones. Van Persie. Rooney, Nani. Rutscht ab. Vidic, Pastore, Rooney. Die Tür ist offen. Nani, Nani, Nani. Gerettet. Und jetzt Nani mit der Ecke. Es gibt erneut eine Ecke. Nani nochmal mit der Ecke. Da kommt die Flanke. Wieder mit der Ecke. Jetzt muss es doch mal ordentlich machen. Und die Flanke. Naja. Nächstes Mal auf 12. Einfach weg. Ins Ausgeschlagen. Einwurf jetzt. Boah. Und einfach weit weg. Was machen die da? Rooney. Pastore. Macht es zu kompliziert. Vidic. Nani. Kagawa. Das gibt's nicht. Die Chancen sind ja da. Pastore. Hätte Rooney lieber annehmen müssen. Rodwell. Das ist die Möglichkeit für einen Konter gegeben. Boah, da vergisst sie den Ball.
versucht weiterzukommen. Er bekommt den Pass und guter Ball. Jetzt ist es hitzig. Milner gegen Raphael. Möglichkeit von außen. Im Moment haben sie ein Unentschieden in der Tasche, aber wenn dieses 10. Ein Eigen. Was? Schade. So ein Tor zu kassieren ist wirklich bitter. Ich verstehe es nicht. Hier, dann. Kriegen wir ihn nicht weg. Dann Vidic. Dann der Torhüter. Dann schießt der Torhüter unseren eigenen Mitspieler an. Und wer war es dann zum Schluss? Jones. Bitte. Wirklich bitte. Das ist natürlich jetzt extrem viel Glück für City. Und jetzt haben sie natürlich eine extrem geniale Ausgangsposition. 2-1, das kann man schon gut leben. Jetzt bräuchte ein bisschen Unterstützung. Und er probiert es bergauf. Boah. Er hätte natürlich drin sein müssen. Okay, sie führen immer noch, aber sie wären schon gut beraten, aus diesen Chancen mehr zu machen und die Führung auszubauen. Rooney. Van Persie. Jetzt will er es wissen. Ja, vorbei. Ferdinand geht. Evans. Komm, ja, 5 Minuten noch. Jetzt will man es noch irgendwie schön biegen. Ja. Xavi. Milner. Das ist ein langer Ball. Aguero. Jetzt geht's schnell, jetzt muss es schnell gehen. Nee. Xavi. Langer Ball in den freien Raum. Letzte Chance wahrscheinlich. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Und der Torwart. Nee, das gibt's nicht. Eine Chance wird noch kommen wahrscheinlich. Die da. Das war's dann. Und es ist aus. Wir verlieren wirklich 2-1. Chelsea gewinnt. Okay, ja, jetzt ist schwer. Es wird wirklich schwer. Dann sage ich, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Klopp-Party.